Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Tag hier bei Rain Nation in unserem kleinen, schönen Finnsdorf. Jetzt werden wir als erstes mal noch eine Sache machen, die eine Aufgabe von Lukas Otto Kern ist, und zwar eine weitere Stadt anschließen. Wir nehmen Niedersinsen, weil wir da schon relativ weit ran sind. Das dauert jetzt ein kleines Momentchen. In der Zwischenzeit reparieren wir natürlich. Beziehungsweise reparieren wir. Nein, wir gucken erstmal, wie weit unsere Lok ist. Eventuell vielleicht tauschen wir dann aus. Ja, für die Dionysios reicht es nicht ganz. Und noch eine weitere Odin glaube ich nicht, dass wir die holen. Also warten wir noch die letzten 6 Punkte da ab, dass wir dann hier hinten entsprechend schnell und weit vorwärts kommen. Tick, tick. So, dann können wir die erstmal in Ruhe reparieren. Jawohl. Jawohl. So. 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 Wartung. Wartung. Es war immer ein bisschen lästig und auch ein wenig langweilig, da jede Lok einzeln anzuklicken. Das kann man halt ja umgehen, indem man halt ein bisschen Gold investiert. Aber mache ich nicht. So, du noch? Ja, die Odin ist nicht ganz so anfällig, ähnlich wie die Luchse. Hatten wir schon mal. Ja, geh weg. Du. Wartung. Okay. So. Dann lassen wir da hinten ja noch bauen. Wie lange dauert das eigentlich? 3 Minuten. Ist das noch zu Gange? Finnsdorf. Findet gleich ein Kohlewettbewerb statt. 23 Minuten. Die haben aber nur 12 Waggons. Mit 12 Waggons sehen wir da nicht viel Land. Also lohnt sich das nicht. Wir müssten zu viele nachkaufen. Und das wäre dann schon wieder ein bisschen unrentabel. Es gibt 70.000. Ist jetzt natürlich nicht so wertvoll. Und eine Lizenz. Eine Lizenz nützt uns nichts. Haben wir ja noch eine. So, für ihn habe ich schon einmal das Labor weiter in Auftrag gegeben, als unser Kontolimit bei knapp 8 Millionen gewesen ist. Ja, und das dann gereicht hat, um das Ganze zu starten. Wenn das soweit durch ist, müssen wir natürlich sparen, um hier noch die Bank weiter auszubauen. Denn beim nächsten Mal wird es nicht reichen. Und zwischendrin müssen wir dann mal gucken, dass wir noch ein bisschen den Lokschuppen ausbauen, um noch weiteres Geld zu verdienen, um schneller Geld zu verdienen etc. Sammeln natürlich mal noch unsere Bonis mit ein. Gehen noch auf unser Freilöschen. So, Bonuslock wäre natürlich schön. Eine Münze. Na gut, Münze ist auch schön. Hoffen wir schnellstmöglich auf die nächste, dass wir dort wieder eintauschen können und entsprechend noch ein paar Forschungspunkte rauskriegen, dass wir halt entsprechend vorwärts kommen. Da lösen wir noch ein paar Pokale ein, die wir erhalten haben. Schienenleger, besitze 20 Strecken. Jawohl. Scheckheft gepflegt 3. Führe 500 Zugwartungen durch. Jawohl. So. Dann hier wieder unseren Postkasten nochmal leer machen. Morgens um 5. So, das ist auch wieder leer. Was gibt's im Forum Neues? Meistens nicht sehr viel Interessantes. Investitionen, ja, uninteressant. 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 Okay. Übersicht. Werden wir mal noch die Bahnhöfe der Mitkollegen checken. Aber die sind ja hier immer so fleißig. Der wird wahrscheinlich schon wieder nichts mehr über sein. Ne, was sag ich? Ah, bei dir ist hier noch was. Aber bei dir ist wahrscheinlich das Konto voll. Jawohl. Es gibt ein Freilos. Und so fleißig jetzt im Einsammeln, dass jetzt das Freilos kommt. Sehr gut.
Freilos. Und was kriegen wir? 130.000 ist auch nicht schlecht. So, dann gehen wir wieder zurück auf die Gesellschaft und sammeln natürlich wieder ein. Den Rest noch voll machen. Stadt anschließen, sehr gut. Ab jetzt kannst du tägliches Prestige für die Lieferungen in beide Städte einsammeln. Viele Städte anzuschließen wird allerdings sehr teuer. Und du kannst durch die hohe Konkurrenz nicht mehr viel Prestige verdienen. Ja, normalerweise finde ich, lohnt sich das gar nicht, weil man fährt entweder für eine Stadt oder für gar keine. So was dazwischen ist immer sehr, naja, halt. Bahnhof anzeigen. So, sind wir durch. Hier ist noch mal was einzukassieren. Ja, ist doch ein bisschen was, ne? Erstaunlich. Sind doch ein paar online, aber hat keiner gesammelt. So, die nehmen wir auch noch mit. Dann die hier noch. Sehr gut. Was das Freilos für das Einsammeln angeht, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nur mal irgendwo gehört. Das hat mal jemand behauptet, dass bei etwa 100 Einsammeleien man ein Freilos erhält. Ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, das kann ich jetzt leider nicht bestätigen. Ich habe da auch keinen offiziellen Post oder sowas zu gefunden. So, sind wir durch. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich so korrekt ist oder nicht. So, gucken wir nochmal nach, was unsere Lizenz so macht. Wir hatten ja gestern noch eine Lizenz gekauft. Naja, sind hier jetzt knapp 22 Stunden rum. Nicht ganz 22 Stunden und wir sind bei 250.000. Ist jetzt noch nicht so viel. Aber wenn das so bleibt, dann ist ja bis zum Ende knappe 500.000. Dann haben wir etwa 200.000 dran verdient. Ja, ist jetzt nicht der Mega-Hammer, hätte mehr sein können, aber okay. Ist halt etwas mehr und besser als gar nichts. So, dann sind wir für den Moment wieder durch und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.